Mein Name ist Wilfried Debnering, ich bin evangelischer Pfarrer und arbeite seit vielen Jahren hier in Bad Schwalbach als Klinikseelsorger, speziell im Klinikzentrum Lindenallee. Ich selber biete hier Einzelgespräche, Vorträge und auch Gottesdienste an. In meinen Vorträgen geht es um Themen wie den eigenen Lebenssinn finden, positiv denken lernen, den Umgang mit Trauer, mit Schuld und Schuldgefühlen oder das Recht auf den eigenen Lebensweg, aber auch um das Verhältnis von Glaube und Psychotherapie. Nach meinem Theologiestudium habe ich eine Ausbildung in Psychotherapie gemacht, weil es mir darum ging, Psychotherapie als eine wirksame Lebenshilfe in meiner Arbeit als Seelsorger zu integrieren. Mein Ziel ist es, Menschen in ihrem Glauben zu unterstützen und auch bei der Bewältigung ihres Lebens, damit Menschen erleben können, dass sie auch schwere Zeiten in ihrem Leben und große Krisen bewältigen können. Spiritualität heißt dabei für mich, sich den Fragen des Lebens zu stellen und an ihnen zu wachsen. Das Leben besteht aus Paradoxien, aus Gegensätzen, die letztlich nicht auflösbar sind. Menschen suchen Bindung, doch wir alle erleben, dass es auch Trennungen gibt. Menschen suchen Sinn. Sie möchten, dass das, was sie tun und erleben, sinnvoll ist. Doch wie viele Erkrankungen, wie viele Schicksalsschläge erscheinen gerade sinnlos. Menschen wollen sicher und geschützt leben. Sie wollen kontrollieren können, was von außen auf sie zukommt. Und doch erleben wir alle, dass wir letzten Endes nicht die Macht haben. Ich sehe es als meine Aufgabe als Seelsorger an, Menschen darin zu unterstützen, daran nicht zu verzweifeln, sich nicht klein zu machen und zu beschuldigen. Sie hätten das doch alles hinkriegen müssen, sondern zu erkennen, dass es Grenzen gibt und dass sie lernen, in diesen Grenzen zu sich zu stehen. Zu sich stehen heißt, dass Menschen nicht sich zurückziehen, sondern dass sie herausfinden, wie können sie auf ihre jetzige Lebenssituation Einfluss nehmen und ihr Leben zum Besseren zu wenden. In einem alten Gebet heißt es, Gott, gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen unterscheiden zu können. Ich möchte Menschen darin unterstützen, dass sie in diesem Sinne weise werden und dadurch lernen, ihr Leben zu bewältigen. Gläubige Menschen, so ist meine Erfahrung, haben meistens Schwierigkeiten mit dem zweiten Teil des Liebesgebotes Jesu, nämlich mit dem Satz, sich selber zu lieben. Und hier finde ich es ganz wichtig, dass gläubige Menschen lernen, zu sich selber zu stehen, sich anderen Menschen zuzumuten und ohne Schuldgefühle handeln können. Über die Fragen von kirchlichen Menschen hinaus stehe ich auch ganz allgemein Menschen ohne kirchliche Bindung zur Verfügung. Speziell, wenn sie nach Sinn suchen, wenn sie trauern, wenn sie lernen wollen, liebevoll mit sich selber umzugehen, wenn sie anderen oder auch sich selber vergeben wollen, um inneren und äußeren Frieden zu finden. Meine Arbeit als Klinikseelsorger ist eine Ergänzung zum therapeutischen Angebot der Klinik und in das Gesamtangebot des Klinikzentrums Lindenallee eingebettet.